Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten? Gewinnt Donald Trump wieder die Wahlen oder Kamala Harris? In genau 4 Wochen, am 5. November, finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Gewählt werden dabei der Präsident und der Vizepräsident sowie die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie 34 der 100 Senatoren im Senat und eine Reihe von Gouverneuren. Die Umfrageinstitute sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In den entscheidenden Swing-Staaten habe Harris zuletzt an Stimmen eingebüßt, hieß es zuletzt am Ende dieser Woche. Also in den Staaten, in denen beide Parteien eine gute Chance auf den Wahlsieg haben. Harris will immer noch nicht mit unabhängigen Journalisten reden und gab keine Pressekonferenz, auf der sie frei reden musste. Auch die Justiz mischt sich noch in letzter Minute in den Wahlkampf ein. Jetzt hat Sonderermittler Smith eine neue Anklageschrift gegen Trump veröffentlicht. Und schließlich hat die Frau von Donald Trump, Melania, ein Buch vorgestellt, in dem sie sich dezidiert zu Fragen der Abtreibung geäußert hat. Fiel sie damit Donald Trump in den Rücken, wie das Medien hierzulande im Kampf gegen Trump nahelegen? Auf all diese Fragen werden wir eingehen in unserem ausführlichen Gespräch mit Suse Heger, der USA-Korrespondentin von Tichys Einblick, das wir gestern kurz angerissen hatten. Großwahltag also in den USA. Suse Heger, Sie sind ja knapp am Hurrikan vorbeigeschrammt. Zunächst einmal, welche politischen und sonstigen Spuren hat dieser heftige Hurrikan denn in Amerika hinterlassen? Also Hurrikan Helene ist tatsächlich atemlos durch die Nacht gebraust. Es ist ein ziemliches Desaster, was der Hurrikan hinterlassen hat. Oben in Nordflorida ist er an Land gegangen. Aber dabei ist es nicht geblieben. Er ist durch Georgia getourt, North Carolina. Er ist bis nach Tennessee, Kentucky hoch. Er hat zum Teil ganze Landstriche verwüstet. Ich war noch vor 2 Monaten unterwegs in dieser Gegend. Ich habe vor einem der Lokale gesessen und einen Kaffee getrunken, von dem ich jetzt Fotos gesehen habe. Da existiert tatsächlich nur noch eine Leuchttafel von diesem Café. Es ist verheerend, was dieser Hurrikan angerichtet hat. Aber im Prinzip ist es eigentlich noch verheerender, wie die Regierung damit umgeht. Im Prinzip ähnlich wie bei uns mit dem Ahrtal. Also man verspricht alles Mögliche, passieren tut leider nichts. Wer gewinnt denn und wer verliert politisches Kapital nach dem Hurrikan? Ja, das ist natürlich die Frage. Also im Moment sieht es so aus, dass Joe Biden und Kamala Harris am Anfang erstmal überhaupt nicht in die betroffenen Gegenden gefahren sind. Donald Trump ist mit seinem Flugzeug nach Georgia geflogen und hat das gesamte Flugzeug voll gehabt mit Getränken und Notrationen für die Leute dort, die tatsächlich abgeschnitten waren, die nichts mehr haben, die keinen Strom haben, kein Internet, deren Häuser weggeweht wurden beziehungsweise weggewischt wurden. Es standen die Häuser teilweise bis zum Dachfirst unter Wasser, stehen zum Teil immer noch bis dahin unter Wasser. Die Menschen sind auf den Straßen mit Booten lang gefahren. Und er hat in die Gebiete erstmal die ersten Hilfsmittel gebracht. Und er hat letzten Endes auch dafür gesorgt, dass es jetzt Internet geben wird. Die Regierung hat sich geweigert, mit Elon Musk zusammenzuarbeiten, weil Elon Musk ist ja einer der Bösen. Und dann hat Donald Trump bei Elon angerufen und gesagt, Elon, komm, hier geht's nicht um politische Strategien oder um politische Vorlieben. Hier geht's um Menschenleben, von denen wir nicht mal wissen, ob sie noch existieren. Wir brauchen deine Starlink-Satelliten vor Ort. Elon hat geliefert. Es werden Generatoren jetzt geliefert, weil auch kein Strom da ist. Aber auf die Weise hofft man jetzt, die Menschen wenigstens mit Internet zu versorgen, dass sie sich bei ihren Verwandten, bei ihren Freunden melden können, die seit einer Woche auf ein Lebenszeichen warten. Was sehen Sie denn von dem Großwahltag in den amerikanischen Medien? Es ist Thema Nummer 1, was natürlich auch dadurch kommt, dass in diesem Wahlkampf so viel Geld rausgefeuert wird wie nie zuvor. Es geht hier um Hunderte von Millionen. Also es sind Wahnsinnssummen im Raum. Es sind Milliarden letzten Endes im Raum, wenn man beide Parteien zusammenrechnet, die alleine in Fernsehspots gesteckt werden. Von dem ganzen Geld, was noch in Social Media und in Anzeigen bei Magazinen gesetzt werden, gar nicht zu reden. Dieser Wahlkampf verschlingt so viel Geld, dem kann sich niemand entziehen. Also es ist tatsächlich das Thema in sämtlichen Medien.
In der vergangenen Woche hat er die Stunde der Stellvertreter geschlagen. Hat denn diese Debatte einen Einfluss und eine Wirkung in Amerika gehabt? Ja. Also es ist zum einen so, dass die eher für die Democrats ausgerichteten Medien erstaunt waren, dass der angeblich ja so hetzerische und unbeliebte J.D. Vance diese Diskussion glasklar gewonnen hat. Also da gab es auch keinen Zweifel. Es war eher peinlich, wie sich Tim Walz um manche Sachen herum versucht hat zu schleichen. Es war sehr, sehr gut, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Das ist auch parteiübergreifend notiert worden, dass das kein sich gegenseitiges Fertigmachen war, sondern als J.D. Vance erfahren hat, dass der Sohn von Tim Walz persönlich bei einem Shooting anwesend war, hat er ihm sein Bedauern dafür ausgedrückt und gesagt, es tut mir wirklich leid, möge Gott bei deinem Sohn sein. Also das war sehr menschlich, das Ganze, aber es war völlig klar. Also J.D. Vance hat gewonnen. Das war das Thema, aber es wurde dann auch gleich wieder ausgeweitet nach dem Motto, naja, aber es ist ja eigentlich ist ja trotzdem J.D. Vance und Harris sind das viel bessere Teams und haben die besseren Ziele. Die Justiz versucht ja jetzt offenbar kurz vor der Wahl, das Ergebnis mit ihren Mitteln noch einmal zu beeinflussen. Jetzt hat gerade der Sonderermittler Smith eine neue Anklageschrift gegen Trump veröffentlicht. Darin geht es wieder einmal um dessen Rolle beim Sturm auf das Kapitol in Washington. Sorgt das für Aufsehen? Es kommt drauf an, in welchem Medium es behandelt wird. Also es ist ganz einfach so, dass die republikanisch verorteten Medien mittlerweile abwinken, weil es ist tatsächlich so, kaum passiert etwas Negatives für die Democrats, wie jetzt eben diese Diskussion mit Tim Walz und J.D. Vance, ist am nächsten Tag wieder irgendwas Prozessmäßiges bei Donald Trump zu sehen. Der Sonderermittler ist ja überhaupt noch nicht klar, ob der überhaupt ermitteln darf. Es hat ja bereits ein Richter, ich meine, es war in Florida gesagt, Jack Smith hat überhaupt gar keine Rechte, als Sonderermittler zu fungieren. Er ist vom Justizministerium eingesetzt worden, ohne Genehmigung des Kongress. Es geht jetzt in diesem speziellen Fall darum, dass angeblich Donald Trump damals, als der Sturm aufs Kapitol losging und es hieß, dass Mike Pence im Kapitol sei, hätte Donald Trump gesagt, so what? Wir waren alle nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen. Ist es tatsächlich so, dass es deswegen angezettelt hat, das Ganze? Hat er deswegen zu einer Revolte aufgerufen? Ich bin mir nicht sicher, ich bin keine Juristin, aber es ermüdet halt, wenn wann immer bei den Democrats etwas in die Hose geht, Donald Trump wieder mit gerichtlichen Folgen rechnen muss. Vor allem wurde dieses Kapitel ja schon einmal juristisch behandelt. Nicht nur einmal, also schon mehrfach und immer wieder und in immer wieder neuen Fortsetzungen. Ich habe mal eine Timeline hier in meinem Büro aufgehängt. Also irgendwann weiß man gar nicht mehr, wo man sie noch ausklappen soll. Das Ganze ist tatsächlich sehr traurig, weil diese Überzeugung, dass das Ganze politisch motiviert ist, tatsächlich auch bei immer mehr demokratischen Wählern zur Überzeugung wird. Und es einem Land wie Amerika gebührt es eigentlich nicht, dass man mit einem unliebsamen Demokraten derart umgeht. Lassen Sie uns noch ganz kurz auf New York blicken. Was macht denn dort die Anklage gegen Trump? Dort ist ja ein Staatsanwalt extra gewählt worden mit dem Versprechen, ich bringe Donald Trump in das Gefängnis. Das hat ja nun offensichtlich nicht geklappt. Was ist denn da der Stand der Dinge? Ja, da wartet man noch etwas ab. Es geht um Alvin Bragg, der ja auch mit der Unterstützung von George Soros ins Amt gewählt wurde, der ihm mit über $1 Million in seinem Wahlkampf behilflich war. Er ist ganz klar mit der Absicht angetreten, Donald Trump hinter Gitter zu bringen. Und nichts anderes sind diese Prozesse dort auch. Wir werden abwarten müssen, was letzten Endes dabei herauskommt. Im Moment ist es ein wenig so, dass man befürchtet, sollte Donald Trump gewinnen, ist das Ganze Makulatur. Man weiß nicht, wie es weitergeht, aber in New York gibt es ja jetzt noch einen zweiten Fall, der politisch ist und sagt, dass er aus politischen Gründen jetzt vor Gericht gestellt wird. Und das ist der Bürgermeister von New York, Eric Adams. Wir erinnern uns, dass er vor geraumer Zeit einen Notruf losgelassen hat und gesagt hat, als Demokrat
dass er nicht mehr klarkommt mit den Migranten, die in seine Stadt geschickt wird, dass die Migranten die Stadt töten, dass sie sämtliche Gelder verschlucken, die für die Stadt da sind, dass er keine Gelder mehr hat für die Schulen etc. Das scheint von seiner Partei nicht gut geheißen worden zu sein. Eric Adams steht jetzt selbst vor Gericht, weil er angeblich im Wahlkampf Gelder der türkischen Regierung angenommen hat, die damit eine Botschaft in Washington finanzieren wollten. Und da geht jetzt die New York Times so weit. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Bürgermeister der Democrats, die haben recherchiert, dass er einen ermäßigten Flug von Turkish Airlines bekommen hat und anschließend in der Türkei in einem Hotel ermäßigt gewohnt hat. Da sind zwei Reporter von der New York Times mit Turkish Airlines in der Business Class nach Istanbul geflogen, haben dort in diesem Hotel gewohnt. Die New York Times hat dafür über $12,000 ausgegeben. Das haben sie auch stolz gemeldet, einfach nur um zu melden, in welchem Luxus Eric Adams gelebt hat. Ich frage mich, wo ist der Reporterwert dabei? Aber wir sehen, das ist der zweite politische Prozess, der in New York geführt wird, weil etwas jemand gegen das herrschende Regime sagt. Eine Schlammschlacht sondergleichen, die jeder Soap-Opera alle Ehre machen würde also. So kann man es sagen, ja. Es ist tatsächlich so, man wartet gespannt, wenn man morgens den Laptop aufschlägt, auf das nächste Kapitel und fragt sich, hui, welche Drehung und Wendung wird es heute geben? Die neueste Wendung kommt ja von Melania Trump mit einem Video, das auf X veröffentlicht wurde. Sie meinte, es müsse unbedingt gewährleistet werden, dass Frauen ihre Entscheidung für ein Kind aus eigener Überzeugung und frei von jeglicher Einmischung oder Druck seitens der Regierung treffen können. So jedenfalls zitiert der britische Guardian aus ihrem neuen Buch. In den Medien hierzulande liest sich das so, als sei Melania Trump ihren Mann in den Rücken gefallen. Was daran ist denn wahr? Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, dass Trump letzten Endes die gleiche Meinung hat. Man darf nicht vergessen, hier in den USA ist Abtreibung ein ganz anderes Thema als in Deutschland. In Deutschland ist zum Beispiel Abtreibung bis zur 12. Woche erlaubt. Wir reden hier in den USA von ganz anderen Fristen. Kamala Harris persönlich ist der Meinung, viable, das heißt die Lebensfähigkeit des Kindes, ist die Grenze für Abtreibung. Wir reden hier von der 24. Woche, also dem 6. Monat. Das ist das, was man als allgemeingültige Regel ansieht für eine Abtreibung. Es gibt aber auch Bundesstaaten, dazu gehören Kalifornien, dazu gehört übrigens auch Minnesota, wo Governor Tim Walz, der jetzt Vizepräsident werden möchte, der Gouverneur ist. Da kann man noch tatsächlich bis kurz vor der Geburt abtreiben. Und es wurde ein Gesetz unterzeichnet, dass wenn das Baby, was durch eine Abtreibungstablette auf die Welt gebracht wird, wenn es noch lebt, müssen die Ärzte dem keine erste Hilfe leisten, also keine medizinische Unterstützung leisten. Also hier ist Abtreibung in den USA tatsächlich ein ganz anderes Thema. Und ich kann verstehen, dass Pro-Life-Aktivisten sagen, das kann nicht angehen, dass ein Kind, was, wenn es zur Welt kommen würde und geplant und gewollt wäre, im Brutkasten hochgepäppelt würde, dass das gleiche Kind abgetrieben werden kann. Also wir müssen da vielleicht ein wenig von unseren deutschen Vorstellungen weggehen. Und Melania, denke ich, hat hier Trump eher unterstützt, weil letzten Endes die Wähler, die noch sagen, eigentlich finde ich Trump von der ganzen Migrationspolitik, von der Inflationspolitik, von der Wirtschaftspolitik viel besser. Aber ich bin mir bei ihm mit der Abtreibungssache nicht so sicher. Wenn man weiß, er hat eine Frau an seiner Seite, die dafür ist, dann sagt man sich vielleicht, naja, die hat ja nun auch noch einen gewissen Einfluss auf ihn. Ich glaube, das Ganze war ein durchaus abgesprochenes Ding und Melania fällt ihm nicht in den Rücken, ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie kann ihm da helfen. Letzte Frage schließlich, wer wird gewinnen, Kamala Harris oder Donald Trump? Tja, wenn ich das wüsste, dann würde ich ja in den Wettbüros auf den Gewinner setzen und wahrscheinlich wäre ich dann kurzer Zeit Millionär. Ich weiß es nicht. Also die Polls, die Umfragen sind mal so, mal so. Im Moment liegt Trump wieder ganz leicht vor. Aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem im nächsten Monat noch sehr viel passieren kann. Kamala Harris wird aus ihrer Deckung nicht herauskommen. Sie hat ja nach wie vor keine Pressekonferenz gegeben. Also sie traut sich nicht, sich Journalisten zu stellen, die unangenehme Fragen stellen würden. Bislang hat sie nur mit ihr wohlgesonnenen Journalisten gesprochen. Es heißt, sie wird das
bis zur Wahl bitterhart durchziehen. Sie wird sich nicht stellen. Donald Trump dagegen stellt sich immer wieder. Dabei wird er auch immer mal wieder Sachen sagen, die anecken. Das ist so. Wo viel gehobelt wird, da fallen auch Späne. Mir ist das persönlich lieber als dieses völlige Verstecken. Aber ich bin nicht wahlberechtigt in den USA. Ich muss es den Amerikanern überlassen. Ich will es ihnen überlassen. Und im Moment sieht es ein bisschen besser aus für Trump, kann sich aber auch wieder ändern. Suse Heger in Florida, haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen aus dem Amerika im Vorwahlkampf. Etwas haben offenbar noch die Reste des Hurrikans an der technischen Qualität gezerrt. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.